Und weiter geht es mit Bound by Flame. Wir sind zurück aus der Unterstadt, haben die Bibliothek gefunden und die freien Klingen dort befreit. Und wir können mal zurück ins Lager gehen, unsere Vorräte auffrischen und Bericht erstatten. So, was haben wir denn hier? Die Elfenseelen sammeln, da fehlen noch ein paar. Für Relma, den Bogenschützen. Bringe die Pflanzenzutaten zu Ritter Randall. Ein Untoter in unserem Lager? Hast du keine Angst, dass er mit seinen Meistern kommuniziert? Ein kalkulierbares Risiko. Deine Freundin Edwin erzählte mir, dass sie diese Kreaturen verhören kann. Also haben wir eine eingefangen. Du hast wirklich ein paar seltsame Dinge drauf. Hör zu, Vulkan, wir lassen uns keine Chance entgehen. Wenn wir herausfinden, wie wir ein paar Ärsche retten können, dann habe ich damit kein Problem. Bereit, es zum Reden zu bringen? Wenn du erlaubst, kann ich anfangen. Na gut, verhör es. Was immer das auch für ein Typ ist. Exzellent. Beginnen wir das Verhör. Hör zu, Schwachkopf. Du wirst uns jetzt alles erzählen, was du weißt. Ah, oh, so funktioniert das nicht, Hauptmann. Es kann deine Fragen nicht auf diese Weise beantworten. Sag mir, was du wissen willst, und ich durchsuche seine Erinnerungen nach Antworten. Warum holst du dann nicht alles raus, damit wir nichts übersehen? Selbst ich würde Wochen dafür brauchen. Sein Hirn ist trotz seines Zustands ein gewaltiges Archiv an Informationen über die aktuellen Geschehnisse und Erinnerungen aus seinem früheren Leben. Gut. Ich will wissen, ob Schwarzfrost das Gebiet wirklich verlassen hat. Ich muss mich konzentrieren. Ja. Ich sehe, wie er eine Welle heraufbeschwört und die Stadt in Eis hüllt. Dieser Soldat muss in seiner Nähe gewesen sein. Dann gab er den Angriffsbefehl und übergab den Befehl an mächtige Untote. Scheinbar ist er dann gegangen. Es gibt keine weiteren Erinnerungen an ihn. Wer sind diese mächtigen Untoten? Ich sehe eine fliegende Kreatur, wie jene aus dem Sumpf und andere. Aber das Bild ist verschwommen. Also wird die Armee jetzt von einem Peiniger angeführt? Ich glaube nicht. Sie sind gute Spione, aber schlechte Anführer. Aber ich sehe keine anderen Generäle. Nichts, was dem ähnelt, der das Dorf angegriffen hat? Nein, aber Schwarzfrost hat sicher Befehlshaber zurückgelassen. Jemanden, dem er vertraut. Dieser Soldat hat ihn aber nicht gesehen. Na gut. Wie lauten die Befehle von Schwarzfrost? Du musst verstehen, dass die Fähigkeiten dieser Kreatur limitiert sind. Soweit ich sehen kann, sollen sie die Stadt bewachen. Er hat Überlebende angefordert. Gefangene. Die anderen Überlebenden müssen noch am Leben sein, unter Bewachung. Andere Gefangene. Und natürlich, dass man ihn unterrichten soll, wenn Probleme auftauchen. Weiß er, dass wir die Stadt betreten haben? Dieses tote Ding nicht, aber das bedeutet leider nicht viel. Ich glaube, dass er... Oh nein, er hat mich gesehen. Hä? Von wem sprichst du? Sieh an, stöbern wir in den Geistern der Toten. Du weißt, dass eine derartige Kommunikation in beide Richtungen läuft. Also hier verstecken sich meine lieben Rebellen, ja? Ich muss die Verbindung unterbrechen. Sofort! Tja, dumm gelaufen. Oh, Level up. Also wir haben einen Todwandler verhört, ja.
das jetzt viel gebracht hat? Bin ich mir nicht sicher. Der Ritter würde gerne etwas bereden, das ihn beunruhigt. Er würde gerne verstehen, was seine Freundin hofft, mit dem Körper des Elfenkönigs zu erreichen. Der Körper war übervoll mit magischer Energie. Ich habe diese aufgenommen, um stärker zu werden. Die Macht des Feindes nehmen und sie gegen ihn einsetzen. Der Ritter versteht diese Strategie und befürwortet sie. Ich habe die Zutaten für deinen Trank gefunden. Genau. Ich hoffe, es war die Mühe wert. Der Ritter glaubt, dass seine Freundin sehr überrascht sein wird. Okay, das wär's erstmal. Bis später. Ich gehe. Ja, das mit dem Elfenkönig war in der letzten Episode. Wer das verpasst hat, die Playlist verrät es. Hey, Büffel! Wie ich sehe, hat es immer noch keiner geschafft, dich umzubringen. Vorher will ich erst noch sehen, wie du dich mit einem deiner Spielzeuge selbst in die Luft jagst. Ich gehe schon. Irgendwas Neues hier? Edwin, ich muss mit dir reden. Worum geht es, Vulkan? Wegen des Verhörs. Danke für deine Hilfe. Ohne dich hätte ich nie was aus dem Toten rausgeholt. Du kennst mich. Ich liebe es zu helfen. Okay, das wär's mal. Danke. Ja, manchmal ist auch nicht klar, wo man sich eine Quest abholen kann und wie die Hauptstory weitergeht. Ich wünschte nur, ich könnte ein wenig die Gegend erkunden. Aber der Hauptmann meint, ich soll hier bleiben. Aber alle haben was zu sagen, auch wenn es nicht ganz so wichtig ist für die Questen. So. Was ist zu tun? Also es gibt noch außerhalb zwei Questen. Aber gibt es auch noch im Lager was zu tun? Wäre die nächste Frage. Vulkan, komm her. Ich muss mit dir über etwas reden. Doch. Als du in der Stadt warst, begannen sich die Todwandler zu bewegen. Einige Späher sind spurlos verschwunden. Das können keine zufälligen Angriffe sein. Jemand muss dem Feind unsere Pläne mitgeteilt haben. Ich fürchte, es gibt einen Verräter unter uns. Obwohl mich dann wundert, dass uns die Todwandler noch nicht angegriffen haben. Was wirklich bedenklich ist, ist, dass diese Ereignisse erst mit eurer Ankunft begonnen haben. Was bedeutet, dass dein Leichenfreund als Hauptverdächtiger gilt. Aber es ist ebenso wahrscheinlich, dass es einer der Roten Weißen oder sogar jemand von deiner Truppe ist. Und warum kann es keiner von deinen Leuten sein? Warum sollte einer so etwas tun? Und warum hätte er bis jetzt gewartet? Vielleicht wegen mir? Wer weiß schon, was im Kopf eines Verräters vorgeht? Vielleicht dachte er, dass alles getan ist und mein Ankommen hier hat die Dinge geändert. Jedenfalls hast du nicht viel getan, bis wir ankamen. Jetzt geraten die Dinge in Bewegung und der Ausgang des Kampfes ist nicht mehr so einfach vorhersagbar. Das ist sehr anmaßend. Wenn es stimmt, was du sagst, hat der Verräter gewartet, um zu sehen, wozu du in der Lage bist. Nun gut, für die Sache. Willst du uns bei den Ermittlungen helfen oder nicht? Ich werde sehen, was ich tun kann. Doch wenn sich herausstellt, dass der Verräter einer von deinen Leuten ist, musst du tun, was getan werden muss. Untersuche den Verrat.
Also es ist nicht so, dass das Spiel langweilig werden würde. Oh, du siehst nicht gut aus. Hast du was mit der Verdauung? Vielleicht solltest du einen Einlauf ausprobieren. Sehr witzig. Witzig. Aber da ich nun ein wenig Zeit mit Elfen verbracht habe, kann ich sagen, mit Freunden wie dir brauche ich keinen Einlauf. Der war gut. Okay. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Wechseln wir das Thema. Das wär's erstmal. Ich lasse dich allein. So, also. Verrat untersuchen. Ja, wie fange ich an? Muss ich jetzt mit jedem reden? Matras? Seit du angekommen bist, scheinen die Feinde jeden deiner Schritte zu kennen. Wirklich? Überraschend, dass sie noch nicht hergekommen sind, um das Lager zu zerstören. Sehr interessant. Oder sehr dumm. In jedem Fall fühle ich Mitleid mit dir. Heutzutage scheint niemand mehr irgendjemandem zu trauen. Du verstehst nicht. Ich wollte... Aber ich verstehe genau, mein liebes Mädchen. Ich hatte nur gehofft, dass du anders denken würdest. Seit meiner Ankunft hier bin ich umzingelt von deinen Freunden. Etwas, das die Möglichkeit, den Feind zu kontaktieren, negiert. Ich habe das Lager nie verlassen und niemand gewährt mir Einblick in Strategien. Was aufgrund der unwiderlegbaren Inkompetenz eurer Generäle bedauerlich ist. Also scheint es offensichtlich, dass dieser Verdacht unbegründet ist. Weißt du, seit ich hier angekommen bin, fühle ich mich wie in einem Wald von Rothölzern. Ein Wald von Rothölzern? Ja, es muss all die überlegene Intelligenz sein, die um uns herum ist. Vertrau mir, Kind. Du solltest diesen Ort so schnell wie möglich verlassen. Du müsstest mehr über die Todwandler wissen als wir. Wer glaubst du, ist der Spion? Tot zu sein macht einen nicht zum Experten für alle anderen toten Dinge, junge Frau. Ich empfinde die Annahme als annähernd beleidigend. Aber ich habe gelernt, meiner Erfahrung zu vertrauen. Etwas, das du trotz deiner Jugend auch versuchen solltest. Ich glaube, wir können sehr einfach die Möglichkeiten reduzieren. Erstens muss der Verräter in der Lage sein, das Lager ohne Probleme zu betreten und zu verlassen. Dann muss es jemand sein, der eure Bewegungen beobachten kann, ohne selbst Aufmerksamkeit zu erregen. Zuletzt ist es jemand, der eure Pläne kennt. Jemand, der die Befehle eurer Vorgesetzten kennt. Das alleine schließt schon viele aus. Insbesondere die Untoten. An deiner Stelle würde ich die Wachen des Lagers befragen. Die Logik sagt mir, dass sie was gesehen haben müssen. Danke für die Tipps. Ich kümmere mich darum. Ist ja voll das Genie. Wir reden später. Geradezu ein Sherlock Holmes. Aber wo der Typ herkommt, das habe ich nicht so richtig mitbekommen, ehrlich gesagt. Das war irgendwie nicht so ganz gut erklärt. Einen schönen Tag wünsche ich. So. Deine Verwandlung scheint immer schneller voranzuschreiten. Du solltest aufpassen. Ich befürchte, dass du die verlorene Menschlichkeit nicht wieder zurückgewinnst. Hör zu, es ist sehr nett, dass du dich so sorgst, aber ich habe mich nie besser gefühlt. Hast du eine Minute? Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Tja. Okay. Wer ist Schwarzfrost? Sag mir nicht, dass du den Namen nicht kennst. Halte mich nicht für eine Idiotin. Ich weiß, was er ist, aber das hilft nicht viel weiter, oder? Er ist einer der Sieben.
Er ist für seine List und Tücke bekannt und benutzt lieber seine Magie als seine Armeen. Ansonsten versucht er, sich bedeckt zu halten. 2 Jahre lang hat er die Angriffe der Todwandler angeführt und wurde regelmäßig in den ersten Reihen gesehen. Was hat sich geändert? Ich weiß nicht. Die dunklen Eisfürsten haben eine sehr empfindliche Allianz untereinander. Dies könnte das Ergebnis eines internen Machtspiels sein. Abgesehen davon, dass Schwarzfrost die nötigen Fähigkeiten dafür besitzt, ist er ohne Frage sehr effektiv. Schau dir an, was er angerichtet hat. Wechseln wir das Thema. Bis später. Okay. Also wer ist der Verräter? Also Wachen wahrscheinlich. Das war der Tipp, der Hinweis. Da ist ja einer. Hallo. Ist hier jemand vorbeigekommen? Jemand ohne Ausweis oder Ähnlichem? Außer dir nicht, nein. Gibt es ein Problem? Dein Hauptmann glaubt, dass sich jemand rausschleicht, um mit dem Feind zu sprechen. Ich... Das ist furchtbar. Wer könnte so etwas tun? Aber ich versichere dir, dass niemand hier war. Du solltest das andere Tor prüfen, das beim Söldnerlager. Und vielleicht haben die Wächter im Nordturm etwas gesehen. Mhm. Ich gehe. Das heißt, wir müssen die Wächter befragen, alle? Wächter. Aha, da sind 1, 2. Den einen Wächter haben wir, den anderen müssen wir befragen da unten. Alles klar. Hoffe ich zumindest. So. Der Verräter im Lager, genau. Das tun wir jetzt. Aber wie gesagt, es steckt mehr drin, als man denkt in dem Spiel. Allein schon die ganzen Dialoge. Also noch weiter nach Südwest. Der? Ja. Der soll es sein. Kann ich dir irgendwie helfen? Hast du gesehen, ob jemand das Lager verlassen hat? Abgesehen von dir, niemanden. Bist du sicher? Das ist wichtig. Sicher. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss Wache halten. Großartig. Nun, ich habe mich weiterentwickelt. Hm? Ja, das passt jetzt nicht so ganz. Und jetzt? Wächter, 1, 2 sehe ich. Oder gibt's noch mehr? Ach, die da draußen stehen. Okay. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Ich höre. Hast du irgendwelche besonderen Kreaturen in den Reihen der Todwandler gesehen? Ich habe eine Kreatur gesehen, die ich noch nie sah. Eine Art fliegende Kreatur, sehr dünn. Hm. Das muss ein Peiniger sein, wie der in der Höhle. Das sind keine guten Nachrichten. Er könnte uns jederzeit entdecken. Wo war das? Immer sehr hoch oben, glücklicherweise weit entfernt vom Lager.
es sah aus, als würde es die Steppe überqueren. Ich höre. Hast du etwas Ungewöhnliches gesehen? Leute, die das Lager verlassen? Ich sah den Menschen, der mit dir unterwegs ist, der so komisch spricht. Und ich glaube einen der Söldner aus deiner Truppe. Ein ziemlich großer Typ mit Bart. Büffel? Mhm. Vielleicht. Er hat mir seinen Namen nicht genannt. Er ist nicht weit gegangen. Es schien, als würde er jemanden suchen. Gut, dann frage ich ihn besser Büffel? Selbst. Ich höre. Ist Büffel jetzt der Verräter? Feindliche Truppenbewegungen? Nun, da war eine Kreatur, die hier aufkreuzte. Ein Untoter, soweit ich das beurteilen kann. Er sprach und schien nicht aggressiv. Er meinte, er gehöre nicht zu den Todwandlern. Aber ich habe trotzdem nach Verstärkung gerufen. Sie haben ihn zwecks Verhör und Untersuchung ins Lager gebracht, glaube ich. Ist er wieder gegangen? Nein. Warum? Ist er entkommen? Nein, aber ich wollte sicher gehen, dass er das Lager nicht verlässt. Ich weiß noch nicht, ob ihm vertraut werden kann. Ich höre. Danke für die Informationen. Bis später. Also das war dieser Matras. Und ist Büffel jetzt der Verräter? Der ja zu unseren freien Klingen gehört? Hm. Wieder mal tun sich viele Fragen auf. So, den anderen Wächter jetzt auch noch. Interviewen. Ja, ich hoffe, ich muss nicht wieder kämpfen hier. Kann passieren. Die Monster respawnen hier nämlich. Oder? Hoffentlich nicht. Hier ist alles sicher. Ja. Ist so einer von uns, genau. Die Todwandler haben viele Patrouillen auf diese Straße geschickt. Sei vorsichtig. Hm. Tja, das war alles. Wir müssen ja wieder zurück zum Lager, denke ich. Und wahrscheinlich mit Büffel reden. Ist er der Verräter? Okay, das werden wir in der nächsten Episode sehen. Dann wird sich der Verräter wohl hoffentlich enthüllen lassen. Danke fürs Zusehen. Ciao, der Argonaut.